Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival und Scheiße. Oh Gott, da bricht direkt der Nebel aus. Was habe ich denn dabei? So, ich muss mich jetzt mal ganz kurz fassen. Gestern habe ich es leider nicht geschafft aufzunehmen. Ich bin momentan mitten in der Spätschicht und ich hasse Spätschicht, weil die Spätschicht fängt um 14 Uhr an und ich schlafe meistens sehr, sehr lange, jedenfalls wenn es Spätschicht ist. Hallo? So. Und jetzt müssen wir uns hier verkriechen, bis die scheiß Zombies weg sind. Wie spät ist das? 14 Uhr, das geht ja noch. Wenn die jetzt eine Stunde oder zwei hier sind, schaffe ich es eventuell noch nach Hause. Doof nur, dass die letzte Aufnahme nicht abgebrochen, sondern aufgehört habe, als ich mitten irgendwo war. Was so viel bedeutet wie, kann ich das eigentlich einschlagen? Anscheinend nicht. Als ich mitten im Nirgendwo war und jetzt nicht weiß, wie ich nach Hause komme. Oh, scheiß Timing. Ich hoffe, die spawnen nicht hier drin. Ich meine, das ist ja kein Haus, was man sich kaufen kann, oder? Hausleihen für sich beanspruchen kann. Scheiße. Guck mal, wie der Bär und der Zombie gemeinsam laufen. Greift doch den Bären an. Ich hasse es. Können die hier einfach irgendwie reinkommen? Ich glaube, die können die Tür vernichten, oder? Habe ich irgendwas Großartiges dabei? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ein paar Sachen dabei. Nichts Tragisches, sagen wir es so. Zur Not habe ich noch mal eine Knarre. Mit 8 Schuss. Ah, 16 Schuss. Gucken wir mal, wie wir das überstehen. Ich versuche mal ein bisschen zu schlafen. So eine Stunde vielleicht. Okay, das hat schon mal hingehauen. Ich muss was essen. Habe ich was zu essen dabei? Ich habe nichts zu essen dabei. Kann ich das essen? Ich werde hier jemals nicht verhungern. Verschwinde doch einfach. Ich glaube, der Nebel hört langsam auf, ne? Ja, der Nebel hört langsam auf. Komm, gucken wir zu, wie er umkippt. Komm! Okay, perfekt. Jetzt müssen wir nur irgendwie Futter kriegen oder nach Hause kommen. Mal gucken, eins von beiden. Ich muss nur auf den Bären aufpassen, weil der Bär hat ja auch rumgelungert, ne? Ist hier was zu essen drin? Nein, habe ich wahrscheinlich schon geplündert, ne? Wir brauchen noch ein einziges Teil für unser Auto. Wenn wir jetzt nach Hause kommen, haben wir nämlich zwei Räder. Zwei, wir wissen noch, wo zwei Räder sind. Das heißt, wir müssen eigentlich die Autos untersuchen, ne? Ich weiß nicht, ob das Ding irgendwie frei rumliegt oder ob wir die einfach in Autos finden können. Also ein Auto wäre echt nicht schlecht, ne? Gut, hier haben wir schon mal die Farm. Ich glaube, wir kamen von da hinten. Also ich werde schon nach Hause finden, denke ich mal. Ist immer doch so neblig. Oder wird es wieder neblig? Oh, wenn es wieder neblig wird, dann drehe ich durch. Oh, bitte nicht. Wie viel Zeit habe ich noch nach Hause zu kommen? Ah, knapp 4 Stunden. Das kriegen wir hin. Dafür einfach querfeldein. Wir müssen eigentlich nur einen See finden. Wenn wir diesen einen See gefunden haben, ist alles dufte. Hast du hier dieses Hydraulik-Ding, was ich brauche? Ich weiß das nicht. Ich glaube, dass wir da oben ordentlich was finden. Das sieht so weit ab von Schlag aus. Ich meine, rein theoretisch kann ich auch überall schlafen, ne? Ich brauche ja nur ein Häuschen, wo ich ansatzweise in Sicherheit bin. Da kann ich dann die Nacht verbringen. Ohne dass die Zombies mich gleich wegschlachten. Ich weiß nicht, ob die Axt übrigens eine gute Waffe ist. Ich habe das Gefühl, dass das Messer und eine Schusswaffe das Einzige ist, was wir wirklich gegen Zombies gebrauchen können. Einmal gucken. Kann ja nur schief laufen.
Die Sonne geht unter. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Da. Das sieht doch so aus, als würde es da was ordentlich geben. Guck mal, da ist der See mit dem Häuschen, was wir schon kennen. Sind das denn die Hotels? Ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich einen anderen See finden, ne? Ich brauche bessere Orientierungspunkte. Wie zum Beispiel die Windkrafträder da hinten. Da hinten könnte auch mein Haus sein, ne? Ja, schauen wir mal. Aber das hier sieht auf jeden Fall schon ziemlich sicher aus, muss ich sagen. Dann komme ich da oben an, da sind da zwei Zombies drin und töten mich. Eine Schrotflinte und ein Koffer. Oh, ich wünschte, ich könnte ihn mitnehmen. Ah, rein theoretisch kann ich den auch mitnehmen, aber das dauert ewig, bis der zu Hause ist. Ah, Inventar Upgrade. Nice. Was zu essen? Was zu essen? Was zu essen? Was zu essen? Mist. Okay, laufen wir da in die Richtung. Wir müssen von Haus zu Haus laufen. Sicherheitshalber. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Uah. Ich spring doch gleich in den Tod, Zero. Hast du es hinter dir? War ich hier gerade? Ich glaube nicht. Da sind Zombies drin. Shit. Es wird langsam spät. Aber da ist ein Haus, wo wir übernachten können. Wenn da jetzt noch was zu essen drin ist. Oh, das wäre göttlich. Das hinten ist auch noch ein Haus. Oh nein, hier haben wir alles schon geplündert. Nein! Ich habe doch keine Zeit mehr. Guck mal, das ist ein Hühnchen. Das könnte ich schlachten. Zu Hause habe ich bestimmt noch was zu essen. Guck mal, da ist noch ein Fahrzeug. Bin heilfroh, dass mich der Bär nicht umgebracht hat. Der ist schon hinter mir her gewesen, aber irgendwie hat das nicht gerafft. Gebt mir doch was zu essen. Was ist denn los mit euch? Hier, das Haus kenne ich. Da hinten wohne ich. Bei den Windkrafträdern. Ich hatte doch irgendwie recht. Das ist das Motel. Ich bin so gut wie zu Hause. Food Poisoning? Ich habe noch nicht mal was gegessen. Wir sind auf dem Weg nach Hause, Leute. Zu Hause gibt's Essen. Ich glaube, da ist mein Haus, oder? Ja, hier ist das Hotel. Das Motel. Oh Gott, wann wird's dunkel? 18 Uhr oder was? Das ist ziemlich früh. Ist nicht gut. Werde ich es schaffen? Drückt mir die Daumen. Komm, gib mir was zu essen. Oh! Nein, ich kann es jetzt noch nicht essen. Ich muss erst nach Hause. Wenn ich jetzt esse, dann ist es nämlich gleich dunkel. Das wäre ein bisschen ungeil. Das ist noch nicht mein Zuhause. Fuck. Ich bin aber in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Vielleicht müsste uns der Bär schon entgegenkommen. Ist das mein Zuhause? Bitte sag ja. Oh, das sieht gut aus. Gott. Die Nacht bricht herein. Ah!
Zu Hause. Kein Bär, der mich getötet hat. Oh. Oh. Okay, erstmal was essen. Erstmal was essen. Viel hat's nicht gebracht. Ja, gut, ich kann noch nicht viel machen momentan. Okay. Oh, mein Essen ist auch am Vergammeln, ey. Ja, gut. Durst und alles, geil. Der freut sich, der Zero. Okay. Dann gehen wir gleich zum Hotel. Holen uns da nochmal die letzten Räder. Und dann müssen wir halt noch einen Teil finden. Wieso mache ich da jetzt auf? Wieso mache ich da jetzt auf? Okay, ich weiß nicht, wo ich das herbekomme. Die Temperatur sinkt. Hätte ja funktionieren können. Wie hier einfach alles rumliegt. So, gucken wir uns erstmal die hübsche Schrotflinte an. So. Oh ja, oh ja. Hallo, Baby. Kann ich dich direkt mal nachladen hier? Ich hatte doch bestimmt noch Munition dafür. Hier. 9 mm und. Ein Schuss? Okay, das ist nicht viel. So, kann ich hier endlich noch nachladen oder ist das Magazin 8? Ne, das Magazin ist 8. Okay, habe ich noch mehr Munition für die Schrot? Rifle Armor. Das haben wir nicht die Munition dafür, ne? Nein. Das heißt, hier gibt es noch eine Rifle zu holen. Das ist nett zu wissen. So, das werfen wir mal hin. Das werfen wir auch hin. Bandagen. Trinken werde ich hier behalten. Ich habe noch Matches gefunden. Nice. Ist das? Sugar. Irgendwie Electronical Parts. Wofür ich die auch immer brauche. Ich weiß es nicht. Naja, gut, wir haben erstmal schon mal eine fette Wumme. Ich schwören können, ich habe was gehört. So. Drecksbär. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Okay. Wir können Matches auch herstellen aus. Kohle! Ah, das ist ja easy. Kleidung. Ja, davon haben wir jetzt ein bisschen was, aber das hier fehlt uns noch, ne? Habe ich noch nicht eins gesehen davon. Ah! Ah, so machen wir Licht. Ich verstehe. Wo kriege ich diese Zahnräder her? Muss irgendwie noch upgraden können. Aber wir gucken mal, was wir als nächstes bauen. Wir müssen ja auch das Auto irgendwie irgendwann fertig kriegen. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal ein größeres Haus finden. Was dieses Harvest zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Status. Ja. Equip. Ja, zumindest haben wir schon mal ein T-Shirt an. Das so gut wie kaputt ist. 18%, geil. Ah. So, wie komme ich nochmal in den Baumodus? Da. Gucken wir mal. Stand Torch. Können noch ein bisschen Licht produzieren. Brauchen wir hier noch irgendwas? Oh, ich wollte schon sagen, was nur los. Ich habe hier gerade GeForce Game Ready Driver. Das ist nur los. Generator. Warum jetzt nicht unbedingt? Da, Tanning Rack brauchen wir, ne? Brauchen wir auch so viele Lashings? Blacksmith Place. Ist das neu? Kleine Kabine. Licht. Ein Bett.
Und Fallen können wir auch noch nicht machen. Also rein theoretisch bleibt uns eigentlich nichts übrig, als momentan Sachen zu suchen, ja? Ich verstehe, okay. Dann versuchen wir mal zu schlafen. Am besten da, wo uns die Zombies nicht sehen können. Wir haben es jetzt 20 Uhr, 4. Wir müssen bis um 6 aushalten, ne? 4 Stunden, 10 Stunden, ne? 10 Stunden, ja. Trinken, trinken, trinken. Lass ich es jetzt mal fallen. Ah, vielleicht hätte ich zuerst was essen sollen. Egal. Ist jetzt 6 Uhr? Na, kurz vor 6. Können gleich los. Wo sind meine angehackten Bäume? Ich muss erstmal mein Inventar noch leeren, ne? Stimmt. Die Federn. So. Das können wir ausdecken. Kann ich das nicht stacken? Was ist denn das? Enemy Grave for Fuel Fire. Okay, brauchen wir kein Holz wahrscheinlich, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Bandagen. Mann, du gehst raus. Stock geht rein. Matches gehen rein. Du gehst raus. Du gehst raus. Du gehst rein. Ich habe noch so viel Munition hier rumhängen. Ich glaube, dich brauche ich noch, ne? Die Blätter kann ich auch entwerfen. Okay. Puh. Eines Tages räume ich hier auf, Freunde, versprochen. Eines Tages. Ist hier alles schön sortiert. Hä? Kann sagen, das stimmt aber irgendwas nicht. Okay. Jetzt liegt hier alles so brav auf dem Boden. So soll's sein. Na komm, versuchen wir nochmal das letzte Teil zu finden. Wir müssen nur an den Bären vorbei. Ich wette. Wir finden das Teil da hinten bei den Raidern. Komm, ich wage mich einfach mal zu den Raidern hin. Ich werde höchstwahrscheinlich sofort abgeknallt, ne? Vielleicht sollte ich doch nicht wagen. Ich weiß es nicht. Ich trau mich nicht. Wir machen mich doch einfach kaputt. Wir gehen erstmal zum Hotel und holen uns die Räder. So. Ich habe jetzt nicht wirklich die Munition, um mich mit den ganzen Raidern anzulegen. Beziehungsweise nicht mal die Rüstung. Aber es wäre schon cool, wenn ich mich da reinschleichen könnte. Weißt du? Bäum, bäum, und alle weg. Alle weg. Ach, wäre das schön. Da oben ist ja nichts mehr, ne? So, Orientierungshilfe. Hatten wir nicht Windkrafträder irgendwo in der Nähe? So, die Räder waren, glaube ich, hinten. Hier. Ah, ja, Zombies. Ich weiß nicht, vielleicht lege ich mich auch einfach mal mit den Zombies an. Ich sollte mich langsam mal irgendwie was trauen. Waren hier nicht Räder? Schwören können, hier waren Räder gewesen. Ja, vielleicht eher so hier. War ich hier eigentlich schon mal drin? Scheint so. Wo waren denn die Räder? Dann gehen wir erstmal zu den Zombies. Wenn wir sterben, ist das halt so. Sind das die Räder? Gott, ich weiß nicht mehr, wo die Räder waren. Okay. Ich versuche es nochmal gegen die Zombies. Hallo? Die sind zu dritt. Oh, Loot! The fuck? Der andere ist einfach umgekippt.
Wieso kippen die nicht einfach rum? Egal, ich hab's überlebt. Alles gut. Ja. Ja, ich hab sie alle fertig gemacht, die kleinen Bastarde. Die Schusswaffen habe ich noch. Egal, ich habe sie fertig gemacht, das zählt. Scheiß Bär. Och Mann, wieso hebe ich denn alle Sachen auf nach einem Kampf? Ich bin doch so blöd. Hätte es einfach liegen lassen sollen und dann wiederkommen müssen. Ich bin verblutet. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Mann! Nein! Ich habe nicht mal nachgeguckt. Egal. Was habe ich an Heil verloren? Das hat noch 100%. Der Rest ist mir egal. Und jetzt sind die Zombies nämlich wieder da. Ich meine, rein theoretisch wäre es logisch, wenn ich da jetzt mal Loot auf dem Boden finden würde, oder? Oder? Ich finde das logisch. Okay. Respawnt das jetzt oder respawnt das nicht? War das jetzt Zufall? Komm, wir untersuchen mal die Autos, nur für den Fall der Fälle, dass hier irgendwo... Das Ding ist, was wir brauchen. Ernsthaft? Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Räder. Dann bin ich glücklich. Oh, eine schöne Batterie noch. Oh, ich würde am liebsten den Tank durchsaugen, aber es geht nicht. Oh, die Räder. Ich brauche so einen Benzinkanister. Das wäre so jetzt noch der Traum. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Weil sonst können wir unser... Wir können unser Auto nicht bewegen. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Benzin, aber das bringt uns alles... Oh, ich dachte, da wären Zombie drin. Herzlich wenig. Na, ein bisschen Loot liegt hier noch. Ärgerlich, aber was willst du machen? Schusswaffe, noch ein bisschen Munition. Ja, dann würde ich sagen, tatsächlich, hier liegt noch ein bisschen was auf dem Boden, wenn ich sterbe. Okay. Ja, was jetzt? Was jetzt? Icon-Test. So, das werden wir alles brauchen. Ziehen wir uns das hier rein. Ich würde sagen, wir geben jetzt einfach alle Sachen ab und dann gehen wir zu den Raidern. Was habe ich zu verlieren? Außer mein Leben. Hört sich nicht so gut an, ne? Aber jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt habe ich Blut geleckt. Hatte ich jetzt eigentlich die Möglichkeit, hier alles zu untersuchen? Offensichtlich nicht. Ich kann natürlich nichts mehr tragen, ne? Schokoladenriegel, Cola. Nimm doch diese komische Flasche mit und benutze sie als Wasserflasche. Auch wenn es Spüli ist. Ist doch egal. Machst du halt richtig sauber und dann kannst du es verwenden. Aber nein! Geht natürlich nicht. Und wieso kann ich das jetzt plötzlich aufheben, aber die andere nicht? Na egal. Nehmen wir noch alles mit, was wir mitnehmen können. Dann kommen wir wieder. Wir wissen, dass hier jetzt noch Loot ist. Unser Auto ist fertig. Wir könnten theoretisch hierher fahren.
Oh, ist noch Motor. Aber ich brauche halt einen Benzinkanister. Moment. Ich habe einen Plan. So können wir alles mitnehmen. Lassen wir das hier erstmal liegen. So, nehmen noch den Motor mit. Schokoriegel, den Kram. Hier im Bad ist nichts mehr. Okay. Dann können wir nämlich noch hier rüber gehen. Und hier alles mitnehmen. Was mir jetzt vorher nicht aufgefallen ist. Cola. Ich glaube, hier habe ich alles gelootet. Zumindest fast. Hä? Bin ich gerade zurückgelaufen? Okay, dann nehmen wir nämlich einfach den Koffer hier und nehmen den mit nach Hause. Ganz einfach, so kann ich nämlich alles transportieren. So. Okay, gehen wir nach Hause. Packen wir alles in unser Auto rein. Wir brauchen halt jetzt immer noch einen Benzinkanister. Ohne können wir das Auto jetzt nicht wirklich betreiben, weil wir nicht wirklich viel Benzin haben, ne? Rein theoretisch kann ich meine wertvollen Sachen alle im Koffer aufbewahren. Und immer wenn ich sterbe, gehe ich einfach zum Koffer zurück und hole mir all mein Zeug. Rein theoretisch. Praktisch gesehen ist das ziemlich kacke, weil es lange gedauert und ich sowas nicht mache gerne. Da, die Windkrafträder, Windkrafträder. Muss einfach schnell nach Hause. Einfach schnell nach Hause und dann legen wir uns mit den Bären an. Keine Ahnung. Ich bin ja sowieso so gut wie tot. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Oh, liegt noch eine Batterie. Ja, komm. Nächstes Mal haben wir jetzt noch die direkte Möglichkeit, Sachen zu platzieren in den Koffer. So. Ich frage mich, ob ich den Koffer in mein Auto werfen kann und es dann mitnehmen kann. Das wäre cool. Ja toll, jetzt stehst du mitten im Weg. So. Rotate. Packen wir den Koffer hier am besten so hin. Okay, perfekt. Bin so vollgeladen. Wieso habe ich noch einen Reifen dabei? Wieso habe ich nur einen Reifen dabei? Ich hätte schwören können, ich hätte mehrere Reifen gemacht. Nebel! Wir sind rechtzeitig nach Hause gekommen. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder und dann erfahren wir, ob ich meinen zweiten Reifen wiederfinde. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich zwei Reifen mitgenommen habe. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich zwei Reifen im Inventar habe. Oder habe ich den jetzt rausgeworfen? Haut rein, euer Zero. Tschüss.